Ja, hallo und willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute geht es um menschliche spontane Selbstentzündungen. Ich habe das hier mal in dem Bild etwas witzig dargestellt. Dennoch ist es ein ernstes Thema. Ja, und darum wird es heute gehen. Ja, spontane menschliche Selbstentzündungen sind gar nicht so neu. Sie bestehen nämlich schon seit viel längerer Zeit, aber dazu gleich mehr. Also, spontane menschliche Selbstentzündung ist die Bezeichnung für einen modernen Mythos, nach dem menschlichen Körper ohne Anlass Feuer fangen. Dieser Mythos basiert auf der Existenz von Leichen, von denen Körperteile teils mitsamt Knochen verbrannt waren. Meistens ist es so, dass noch ja die Überreste von den Beinen oder Armen übrig bleiben und ja, die genaue Umgebung, also die direkte Umgebung, ist ja kaum berührt worden von dem Feuer. Gibt zwar dann Schmauspuren und schwarze Flecken und so weiter, aber trotzdem, wie zum Beispiel auf einem Stuhl oder auf einem Sessel, der ja sehr leicht entflammbar ist, ist der Sessel fast noch quasi intakt und nur die Leiche da drauf ist verbrannt. Also es ist schon sehr mysteriös. Aber interessant ist es, und zwar Fälle vor dem 20. Jahrhundert. Und zwar wurde davon berichtet, dass im Mittelalter galt der Alkoholkonsum als wahrscheinlichste Ursache für solche Fälle. Das heißt, sie sind schon öfters aufgetreten und sie haben sich damit beschäftigt und haben halt dem Alkohol, ja, die spontane Selbstentzündung zugetan. Ich denke aber, wenn das der Grund wäre, dann wären schon einige mehr von uns verbrannt worden. Eine Geschichte aus dieser Zeit handelt vom Ritter Polnus Fortitus, der 1470 in Mailand nach exzessivem Alkoholkonsum in Flammen aufgegangen sein soll. Der Kriminalbiologe Marc Benedict nennt ein angebliches Opfer aus Paris, das in der Acta Medica et Philosophica von 1671-1672 vermerkt ist. Als die Französin Nicole Millet aus Reims am Pfingstmontag 1725 verbrannte, konnte ihr wegen Mordes angeklagter Ehemann das Gericht von einer spontanen menschlichen Selbstentzündung überzeugen und so einer Verurteilung entgehen. Also man sieht, dass die sich wirklich damit beschäftigt haben. Und das schon seit längerer Zeit. Und wenn man noch weiter zurückgeht und geht noch zurück, ich sag mal Richtung Bibelzeugnisse, auch dort gibt es solche ähnliche Phänomene. Zum Beispiel auch natürlich das Gleichnis mit der Salzsäure, das ist, Salzsäule, nicht Salzsäure, Salzsäule, die auch schon ein Hinweis daraus sein könnte. Ja, wie gesagt, Erklärungsversuche und Mythen sind halt Alkohol, Elektrizität, chemische Reaktion innerhalb des Körpers natürlich, was wohl am wahrscheinlichsten ist. Und selbst Kugelblitze mussten herhalten, um das alles zu erklären. Hier mal ein paar Bilder von solchen spontanen Selbstentzündungen. Sind nicht schön anzusehen, aber es scheinen Originalbilder zu sein. Und da kann man das eigentlich ganz gut sehen, dass meistens wirklich die Beine übrig bleiben, manchmal auch die Arme. Also es scheint wohl wirklich dieses Feuer, diese Hitze, vielleicht ist es ja auch gar kein Feuer im eigentlichen Sinne, diese Hitze vom Rumpf des Körpers auszugehen, sich dann auszubreiten. Ja, und dann, wenn er vielleicht an der Oberfläche ankommt, das heißt an der äußeren Hautschicht, dass er dann halt anfängt, wieder nachzulassen und dadurch die ja, Umgebung kaum in Mitleidenschaft zieht. Sieht zwar jetzt natürlich ein bisschen wüst aus, aber wenn man bedenkt, bei welchen Temperaturen überhaupt Knochen verbrennen, müsste normalerweise das ganze Haus, der ganze Raum in lodernden Flammen stehen, aber dazu kommen wir gleich. Die Fälle sind eigentlich ziemlich gleich alle. Wie die vorgefunden werden, die Leute meistens in ihren Wohnungen. Und zwar, ja, hier eben, wie gesehen, auf der Toilette oder sie saßen einfach auf ihrem Sessel. Deswegen habe ich jetzt nur einen rausgenommen, weil die sich doch alle ziemlich gleichen. Wales 1980, Tatort Wohnzimmer. Der Polizist John E. Heimer untersucht den Fall des verbrannten Henry Thomas. Von seiner Leiche ist nur noch ein Fuß übrig. Vom Rest des Körpers gibt es keine Spur. Auch das Wohnzimmer hat so gut wie keinen Schaden genommen,
Wie konnte das sein? Polizist Hümer war sicher, eine Kettenreaktion im Körper war schuld, bei der unter anderem Wasser und Sauerstoff freigesetzt wurden. Keine der Theorien wurde allerdings wissenschaftlich bewiesen. Dann gibt es die Theorie dieses Docht-Effekts. Man legte eine Decke um ein totes Schwein und zündete diese an. Das Tier bzw. seine äußere Fettschicht brannte eine lange Zeit, die Umgebung aber blieb unbeschädigt. Einen ähnlichen Effekt gibt es, wenn eine Kerze oder Fackel brennt. Das kann auch bei einem Menschen passieren, fängt er durch einen externen Brandherd Feuer, entsteht eine Art menschliche Fackel. Ja, und das ist halt das, die Problematik daran, gibt es ein externes Eingreifen, um diese spontane Selbstentzündung auszulösen, oder ist es wirklich ein sehr, sehr ungewöhnlicher, natürlicher Effekt, der innerhalb des Körpers passiert und sich dann von innen nach außen sozusagen durchbrennt. Dann gibt es noch einen ganz interessanten Fall aus Indien. Laut CNN, EBN entzündet sich ein Baby immer wieder von selbst. Der 3 Monate alte Raoul scheint ein Opfer der menschlichen Selbstentzündung zu sein. Im Alter von 9 Tagen geschah es das erste Mal. Also das finde ich schon sehr krass. Die behandelten indischen Ärzte gehen von biochemischen Prozessen aus, die das Phänomen auslösen. Andere Erklärungsversuche beziehen Elektrizität und Mikrowellen in die Entstehung mit ein. Auch chemische Reaktionen auf subatomarer Ebene wurden in Erwägung gezogen. Also ich denke auch, dass dort irgendwelche chemischen Sachen Kettenreaktionen auslösen und dadurch diese gewaltige innere Hitze, sage ich mal, auslösen und dann halt zu dieser Selbstentzündung kommt. Die Frage ist aber, was ist der Auslöser dafür? Ist es wirklich nur ein unglücklicher, natürlicher Prozess oder wird da von außen, sage ich mal, dazu beigetragen, dass dieser Prozess sich nämlich überhaupt festigt? Und es ist so, bis Knochen verbrennen, ist nämlich eine Temperatur von erstmal 900 Grad Celsius, was schon sehr, sehr heiß ist, und im Verlauf der Einäscherung auf 1200 Grad erhitzt wird, damit die Knochen auch wirklich zu Staub zerfallen. Und ich glaube, der Zeitraum ist so zwischen 1,5 und 2,5 Stunden. Und das in einem Flammenofen. Ja, wir reden hier wirklich von allen Seiten bestrahlte Gasflammen. Um dieses überhaupt zu erreichen, was in dieser menschlichen Selbstentzündung passiert. Es gibt auch Berichte, dass es wohl schon gesehen worden ist, wie das passiert ist, aber ich habe darüber leider nichts Schriftliches gefunden, deswegen kann ich das nicht verifizieren. Naja, wie gesagt, es dauert auf jeden Fall eine Weile, bevor sich das alles in Rauch auflöst. Ja, und ja, meine verrückteste Theorie dazu war nämlich mal gewesen, dass eventuell ja auch Aliens damit zu tun haben. Und zwar hatte ich mir ein Szenario vorgestellt, dass überall in den Wohnungen und so weiter Leichen rumliegen und die dadurch natürlich verwesen und Seuchen verbreiten. Und dann dachte ich mir, vielleicht prüfen die eine Methode, um halt diese Leichen zu verbrennen, ohne halt, dass die Wohnungen, die Möbel und so weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber wie gesagt, das ist meine verrückteste Theorie dazu. Die hat auch schon länger im Kopf und die ist mir jetzt nur noch mal hochgekommen. Deswegen habe ich dieses Video dazu gemacht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wie ihr die Sache seht, welche Ideen ihr habt, welche Vorschläge ihr machen könnt, weil ich finde, das ist schon ein größeres Rätsel, was noch nicht endgültig gelöst worden ist. Ja, und freue mich, wenn ein oder andere von euch eine gute Idee dazu hat. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, entzündet euch nicht selbst und ich hoffe bis zum nächsten Video, dass es euch gefallen hat. Bis dann, tschüss.